gegen Klein Kötzinger Karnevalsclub mit dem Schlachtruf Klein Kötzing. Klein Kötzing. Klein Kötzing. Den Friedelsheiner Karnevalsclub mit dem Schlachtruf Friedelsheim. Hellau. Friedelsheim, hellau. Friedelsheim, hellau. Den Großdümner Karnevalsclub mit dem Schlachtruf Großdüm. 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 Die Pumpchen, sind die eigentlich schon angekommen? Von Pumpe jemand da? Hallo. Noch nicht. Pumpe stehen noch im Stau, genau. Und Sprammer ist ja auch der Bahnübergang gesperrt, deshalb. So, Technik, wie sieht das jetzt aus? So, dann alle einhaken. Ja, liebe Karnevalsfreunde, es ist zwar noch nicht 11.11 Uhr, aber die 11. Stunde, die rückt immer näher und ich denke, wir Karnevalisten können es nicht erwarten. Der 11.11. ist ja heute auch nicht, also macht man die Schlüsselgabe auch etwas eher. Und deshalb bitte ich mal, ich sehe, die Präsidenten sind eigentlich alle schon da, aber ich bitte mal die Vertreter der Gemeinden bzw. die Bürgermeister hier nach vorne für die Schlüsselübergabe. Und in dem Zusammenhang begrüße ich natürlich auch recht herzlich hier im Zelt unseren Amtsdirektor, Herrn Werner Buckenberger. Den bitte ich auch mal bitte hier nach vorne. Vielleicht kann die Technik in der Zwischenzeit noch mal eine Schokorunde spielen, damit das hier nicht so, die Zeit nicht so lang wird. An das närrische Volk richten, dann würde ich gerne mal das Mikrofon übergeben. Liebe Bürgermeister, Frau Präsidentin, liebe Karnevalspräsidenten von Friedrichshain, Tögern, Kleinkölzig und von Czernitz, nach diesem wunderbaren Festumzug heute am 9. November 2003, herzlich willkommen in Czernitz. Czernitz ist immer für eine große Überraschung gut. Wir sehen es an dem Besuch. Wir hatten noch nie solchen Zulauf wie heute am heutigen Tage. Sie wissen ja, die Stadtkasse ist leer in Dömern, die übrigen bis auf eine nicht gut gefüllt, ich will mich mal ganz vorsichtig ausdrücken,
Aber trotzdem, ich habe hier eine Aufmerksamkeit mitgebracht. Ich bitte jeden Präsidenten nach vorne zur kleinen Überreichung eines kleinen Geschenkes. Sie wissen ja, Sie kriegen die Stadtkasse oder die Gemeindekasse. Da ist nicht allzu viel drin. Darum helfe ich ein bisschen nach. Eine tolle Überraschung, wieder ein kleiner Geldsegen, so davon gehe ich mal aus. Ja, recht vielen Dank, Herr Guckenberger. Ich denke, das können wir immer gebrauchen. Danke. Ja, und damit wäre es dann soweit. Wir kommen zur Schlüsselübergabe. Und ja, der Esel nennt sich zwar selbst zuletzt, aber ja, wir fangen heute einfach mal mit uns selber an. Ich bitte Peter Drobich hier nach vorne und den Frank als heutigen Präsidenten. Liebes närrisches Volk, eine Veranstaltung jagt die andere. Gestern war Kirmes in Scherlitz nach 23 Jahren. Heute Karnevalseröffnung des Amtes über ein Land. Mit so einer Resonanz hätte niemand gedacht. Und ich denke, dass das schon Garant ist für gefüllte Häuser bei den Veranstaltungen am 15.11. Ich möchte mich kurz fassen, weil wir den eigentlichen Schlüssel ja dann, wie gesagt, an diesen Sonntag übergeben. Heute sozusagen den Amtsschlüssel der Gemeinde Scherlitz an den amtierenden Präsidenten Frank. Fang damit was Gutes an. Ja, schönen Dank, Peter Drobich. Weiter soll's gehen. Ja, wer ist der Nächste im Bunde? Nehmen wir Kölzig. Die waren letztes Jahr unsere Gastgeber. Ich bitte Uwe Eppinger und den Ortsvorsteher bzw. Stellvertreter Andreas Hagula hier nach vorne. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt, was so die Position... Ach, Ortsvorsteher ist er ja selber. Meine Güte, er kann sich ja schlecht den Schlüssel selber übergeben. Deshalb hat er seinen Stellvertreter mitgebracht. Bitte schön. Ja, genau, so ist es. Ich möchte auch alle recht herzlich hier begrüßen. Und natürlich dem Uwe, damit er den Schlüssel nicht von der linken in die rechte Hand geben muss, übergebe ich ihm als stellvertretender Ortsbürgermeister den Schlüssel für die Gemeindekasse. Und ich denke, er wird sie genauso gut verwalten wie als Bürgermeister. Dankeschön, Andreas. Ja, du hast recht. Spätestens dann im Februar, im März kriege ich es ja wieder. Also von daher kann ich diese großen Löcher reinhauen. Ansonsten möchte ich mich natürlich auch herzlich bedanken für den wunderschönen Empfang in Scherlitz. Eine tolle Truppe, kann ich auch nur zustimmen, die hier zusammen ist. Wir grüßen euch alle hier in der Runde mit unserem Schlachtruf. Klein Kölzig! Ja! Klein Kölzig! Ja! Klein Kölzig! Ja! Klein Kölzig wäre nicht Klein Kölzig, wenn wir nicht ein Geschenk mitgebracht hätten. Und zwar für alle hier anwesenden Vereine. Unser Jahrlangswein 2003-2004. Meine reizenden Weinmädchen werden jedem Präsidenten ein kleines Tröpfchen überreichen. Und der Amtsrektor bekommt natürlich auch ein. Er hat uns ja auch einen kleinen Scheck übergeben. Von daher zahlen wir etwas in alkoholischen Getränken zurück. Lasst es euch gut schmunzeln. Dankeschön. Viel Spaß heute. Recht vielen Dank. Eine kleine Erinnerung haben wir natürlich auch für euch. Eine kleine Urkunde zur Erinnerung an den heutigen Tag. Ja, wer sollen die Nächsten sein? Ich denke, Friedrich sein. Ich bitte nach vorn, Jacqueline Einbock und ja, Hans-Werner Guckenberger. Bitte schön. Ja, Frau Präsidentin, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Kassen sind leer. Passen Sie gut auf die Gemeindekasse Felixe auf, da ist jetzt Reuten mit dem Boot. Reuten hat genauso viel Geld wie die übrigen vier. Also unterm Strich, wo nichts ist, kann nichts sein. Trotzdem den Schlüssel für die Gemeindekasse. Alles erdenklich Gute. Friedrich sein, genau. Jawohl!
auch wir möchten uns ganz herzlich für den super Empfang hier in Schanitz bedanken. Wir bedanken uns auch bei unserem Amtsdirektor für die Schlüsselübergabe. Einer unserer Ortsvorsteher hat es leider nicht geschafft, hierher zu kommen. Es tut uns wirklich leid. Aber wir grüßen alle hier im Zelt mit einem unserem Schlachtruf. Friede sei Hello! Mehr Freiheit! Hello! Mehr Freiheit! Hello! Mehr Freiheit! Ja, ganz vielen Dank, Friedrich sein. Und nun kommen wir, last but not least, zu unseren Döberner Karnevalsfreunden. Ich bitte gerne nach vorn Herrn Ove Michalski, den Präsidenten des Döberner Karnevalsclubs, und den amtierenden Bürgermeister Herrn Eberhard Koch. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Amtsdirektor, sehr geehrte Präsidenten, liebes närrisches Volk. Ich bin froh, dass der Karnevalsverein die Geschicke in der Stadt übernimmt, denn wie bekannt ist, hat Döber noch keinen richtigen Bürgermeister, der wird erst nächste Woche gewählt. Ja, und ich bin froh, dass, wie gesagt, Uwe Michalski wieder in der fünften Jahreszeit das Rathaus führen wird. Ich habe auch keine Bedenken, wenn ich den Schlüssel übergebe, denn in der Kasse ist nichts mehr drin. Und deswegen, Uwe, habe ich einen kleinen Umschlag mitgebracht. Ich habe schon gedacht, heute kann ich mir das sparen, weil du später gekommen bist. Aber du bist doch gekommen, Uwe, aus der Privatkasse. Leg's richtig an, lass es gut verzinsen. So, in dem Sinne übergebe ich dir den Schlüssel und führe das Rathaus gut. Ja, recht vielen Dank. Wir wissen ja, dass die Kasse leer ist. Und gar nicht so lange ist es her, da haben wir am Schild Kölzig gestanden und haben den Schlüssel übergeben bekommen. Jetzt ist schon wieder die fünfte Jahreszeit angebrochen. Und wir wollen doch durch unsere Veranstaltung ein bisschen Stimmung, ein bisschen gute Laune in die bis doch nicht ganz rosige Zeit bringen. Und aus diesem Grunde werden wir auch in den nächsten Wochen bis zur Hauptsaison alles tun, damit auch in Döber ein bisschen was los ist. So, in diesem Sinne übernehmen wir den Schlüssel recht gern. Und wir grüßen auch hier in Scharnitz alle Anwesenden, die heute so zahlreich hier erschienen sind mit dem Döberner Schlachtruf. Kille, Kille! Kille, Kille! Kille, Kille! Ja, ich danke auch recht herzlich den Döbernern. So, jetzt stehen noch zwei Präsidenten hier vorne, und zwar die Präsidenten vom Großdübener Karnevalsclub, der Ralf Runert, und der Pumpsche Karnevalspräsident, der Peter Schmidt. Und die bitte ich jetzt auch mal hier nach vor. Ich freue mich, dass wir neben den Karnevalsvereinen der Amtsgemeinde euch auch noch hier begrüßen dürfen. Einen Schlüssel haben wir leider nicht für euch. Ich denke mal, das werdet ihr in den nächsten Tagen bei euch in der Gemeinde klären. Wir freuen uns, dass ihr hier seid, und als Erinnerung eine kleine Urkunde. Wenn jemand von euch noch ein Grußwort an sein närrisches Volk richten, dann hat er jetzt die Gelegenheit. Bitte schön. Wir bedanken uns natürlich ganz herzlich, dass wir Großdübener und Karnevalsleute hier eingeladen wurden, hier in Scharnitz. Wir sind auch verwundert über die große Teilnahme hier der närrischen Gemeinde. Wir haben zwar kein Geld bekommen, auch keinen Schlüssel, aber wir freuen uns trotzdem. Und wir wünschen euch für die Saison alles Gute, ein volles Haus und immer euer Schlachtruf. Hurri, hurri! Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Wunderbar, tolles Publikum hier. Wir kommen gerne wieder, wenn ihr das nächste Jahr das macht. Natürlich dann eine bisschen größere Truppe. Wir waren heute mal neugierig gewesen, wie das läuft bei euch hier im Zelt. Wir wünschen euch viel Spaß für die nächste Saison. Deswegen grüßen wir euch den Pumpschen-Karnevalsclub. Pumpe! Pumpe! Und ja, hurri, hurri! Schlupp, schlupp. Ja, genau. Hurri, hurri! Hurri, hurri! Hurri, hurri! Ja, ich danke euch. Ja, die Präsidenten und die Ortsvorsteher bzw. Bürgermeister, die haben wir jetzt in der Zwischenzeit schon mit einem Gläschen Sekt versorgt. Ich denke, es ist ein guter Anlass, heute hier mal gemeinsam anzustoßen. Zum Wohl! Ja, vielleicht können wir in der Zwischenzeit noch eine kleine Schunkelrunde spielen, und dann soll es hier weitergehen mit dem Programm. Dankeschön!